Willkommen am Dienstag, dem 5. Februar. Wir haben 14.45 Uhr und in dieser Analyse geht es über den Standard Poor's 500. Den haben wir jetzt auch schon seit rund 4 Wochen nicht mehr gemacht. Naja, 3 Wochen. Der Freund ist erstaunlich stabil. Ich war im letzten Film der Meinung, dass der Bereich um die 2600, ich mache das hier mal ein bisschen größer, einen längeren Widerstand darstellen sollte. Kommend von dieser Unterstützung, von hier, von da. Aber das hat er gar nicht gemacht. Er ist einfach durch, macht eine erneute Mini-Korrektur, so ähnlich wie hier, aber ein bisschen zeitlich länger gezogen und ist jetzt schon wieder am Hoch und hat sogar das 61,8er Retracement von dieser ganzen Bewegung hier vom All-Time-High runter bis zum Ende Dezember schon leicht überboten. Das hier ist die 200-Tage-Linie. Ich mache es mal ein bisschen dicker. Das ist die 200-Tage-Linie, liegt bei 2741. Wenn ich mein System hier richtig trauen kann, sind wir bei 2728. Das heißt, wir sind noch ganz wenig davon entfernt. Diese beiden Punkte hier, bei der 2800, sollten sie, gelten definitiv als Widerstand, sollten sie überboten werden, würden diesen gesamten Downtrend hier komplett ad acta legen. Damit wäre dann wieder diese Findungsphase eingeläutet, die so 2 bis 4 Wochen dauern kann. Also das sind jetzt hier die Widerstände, die 2741 und oben die 2800. Von der Technik her ist der Freund natürlich zum Zerreißen gespannt, ja. Aber ich habe momentan hier kein einziges sinnvolles, griffiges Verkaufssignal. Deswegen, ich muss ihn laufen lassen. Short zu gehen ist zu früh, dennoch muss ich mich darauf vorbereiten. Fangen wir mal mit dem Long an. Long habe ich hier. Und zwar würde ich einen Long von hier platzieren, weil man muss immer mal mit einer größeren Gegenbewegung rechnen. Den platziere ich hier und da sind wir bei 2650 ganz grob. Ich möchte eher so einen Schein hier nehmen. Basis 2576, der hat einen 18er Hebel. 2576 sind wir also etwas über dem 31er Retracement, aber deutlich unterhalb der 20-Tage-Linie und deutlich unterhalb von diesem Support hier. Das ist von Goldman die GA1GPY. Das wäre eine Möglichkeit für einen Short. Der ist auch nicht so teuer, wenn es wirklich nicht hinhaut. Schauen wir mal nach dem Put. Und den Put, den muss ich wirklich schon über der 2800 nehmen. Ja. Dann nehme ich mal ein bisschen größeren Hebel. Hier sowas um die 21 rum. Und da fällt mir sowas ein. 2858, da sind wir also ungefähr hier. Der hat schon genügend Abstand zur 200-Tage-Linie auch dazu. Den würde ich allerdings dann schon bei so 2820 stoppen, damit man das Aufgeld nicht verliert. 2858, das ist ein Open-End-Schein von Goldman. Das ist die GM7J4Q. GM7J4Q. Für diesen hier scheint es mir immer noch ein bisschen zu früh zu sein. Offensichtlich will der Markt mal wenigstens die 200-Tage-Linie anknabbern. Vielleicht sogar die 2800. Also ich finde, für einen Long ist es zu spät, für einen Short ist es zu früh, muss ich ganz klar sagen. Aber das sind die beiden Scheine, die bei mir auf die Watchlist kommen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.